Jill gelingt es, im Alleingang die Kreatur zu besiegen, aber nicht ohne Schaden zu nehmen. Im Nachspiel des Kampfes wird sie mit dem T-Virus infiziert und verliert das Bewusstsein. Carlos kämpft sich zu Jill vor und bringt sie zum nahegelegenen Spencer Memorial Hospital. Carlos muss im Krankenhaus einen Impfstoff... Den Rest müsst ihr selber lesen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ruhe, Jill. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Remake. Ja, Jill ist infiziert worden im letzten Part von Nemesis. Carlos hat sie hierher gebracht und jetzt brauchen wir einen Impfstoff für die gute Jill. Und, ja. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Musst du nicht over and out sagen? Aber egal. Health Day. 24. November, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Aha. Tips for a healthy heart. When you see this. Achso, when you see this, dann komm zum Health Day. Alles klar. Raus kann ich ja nicht, ne? Nö. Alter, was sind das für Geräusche? Diese Tasche erinnert mich an ein Handyspiel, was mein Freund aktuell spielt. Ich glaube, das heißt Arknight. New Formula. Making life better. Aha. Nehmt Pillen, dann bleibt ihr alle gesund. Vor allem, wenn sie von Umbrella sind. Naja. Egal. Ja, es ist tatsächlich von Umbrella. Safsprien. Auch wenn es garantiert anders ausgesprochen wird, aber ist mir egal. You will be treated in a comfortable environment. Na, wenn du meinst. Ah, ein First Aid Spray. Das freut mich. Und was ist hier? Sturmgewehr Muni. Muni, Muni, Muni. La, 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 la. La, 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 la. Hier liegt irgendwie Schmutzwäsche. Warum auch immer. Jemand hat seine Handtasche vergessen. Und hier hat auch jemand sein Hemd vergessen. Was vergessen denn alle ihre Sachen hier? Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Hier ist auf jeden Fall eine Karte. Kriegen wir die bitte auch? Hier können wir nicht rein. Okay, interessant. Schon wieder so eine Tasche hier. Überall diese großen Taschen. Warum? Fulfilling life comes from good health. Aha. Und hier wieder das. Okay. Haha. Diese Ärzte erinnert mich an irgendjemanden. Ich kann aber beim besten Willen gerade nicht sagen, an wen. Herr Doktor, ich brauche eine Behandlung. Und Sie anscheinend auch. Sie sehen irgendwie nicht so gesund mehr aus, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe keine Zeit dafür! Alles gut, Carlos. Chill. Aber okay, klar, wenn jetzt irgendwie wir hier wirklich Zeitdruck hätten, ne, angesichts dessen, dass Jill infiziert ist, ist klar, dass er da ein bisschen aggro ist. Alter! Chill mal, Junge. Die wahrlich unsterblichen Zombies, obwohl ich Kopfschüsse mache.
Oh, ich habe keine Pistolenmunition mehr. Wenn die leer ist, dann muss ich echt aufs Sturmgewehr zurückgreifen und das die ganze Zeit. Das könnte scheiße sein. Ich metzel euch alle nieder. Okay, du bist tot. Und du bist auch tot. Das freut mich wenigstens. Dann gib mir mal ein Kräuterchen. Rotes Kraut. Habe ich auch ein grünes zum Mixen? Nee, noch nicht. Das lässt noch auf sich warten. Eine Mini-Barrikade, wie süß. Bist du tot? Naja, du warst tot. Oh. Okay, jetzt ist er aber auch wieder tot. Ist nur scheiße, dass ich nur noch 9 Pistolenschüsse habe. Ich hoffe, ich finde noch mal ein paar. Dass ich nicht nur das Sturmgewehr hier als einzige Waffe hinterher habe. Das wäre ein bisschen scheiße. Wieder so ein Mr. X-Hut. Ja, wenn der jetzt hier auftauchen würde, dann würde ich aber echt die Kratze kriegen. Ach so, ja, mit Jill müssen wir auch noch ein bisschen unterwegs sein. Hier ist eine Kiste für sie. Nicht, dass wir den Dietrich von ihr nehmen könnten, ne? Nee. Weil da könnte ja auch was Nützliches für den Impfstoff drin sein, ne? Just saying, aber pff, nö. Boah, die Geräusche hier, ey. Bin ich so ein bisschen Panne. Vielleicht hätte ich den einen Zombie auch nicht angreifen sollen, der da auf dem Boden saß, aber der hätte ja hinterher noch aufstehen können, ne? Deswegen lieber gleich die Gegend klären. Das ist dann doch besser, weil wir müssen ja hinterher auch wieder zurück und man weiß ja, wenn da so Gegner sind, dann stehen die auch gerne mal später auf, um einen den Rückweg schwerer zu machen. Deswegen... Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Bach. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Okay. Kann ich machen. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Tja. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit, die Beunruhigung. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Hilfe. Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilmethode. Beziehungsweise keine Heilungsmethode, genau. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Dum, dum, dum. Ah, ein Kassettenrekorder. Der ist wichtig, sehr wichtig für das Stimmenmuster. Kennt man ja. Das hatten wir ja auch im Original. Nur, dass es dann noch auf Englisch war. Ah, sehr schön. Kombinieren. Ach du Scheiße. Und leer.
Jetzt bleibt nur das Sturmgewehr und das reimt sich sogar. Na toll, die steht auch wieder auf. Weg, 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 weg. Nein, machst du wohl die Tür auf? Nein, mach die Tür. Hallo, scheiß Tür. Aber die greift mich hier nicht an, das ist gut. Wusste ich's doch, dass du nochmal aufstehst, Schlampe. Entschuldigung. Aber ist doch wahr. Was soll denn das? Ja, du kommst sicher auch nochmal raus. Frag dich nur wann. Du bist noch nicht tot, oder? Doch, bist du. Wow! Scheiße! Was, wo? Wer? Ach, da hinten. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Schätzchen. Okay, die ist direkt tot. Meine Güte. Na, wenigstens kriege ich genug Sturmgewehrmunition. Kann ich dich freilassen? Du machst nämlich ein bisschen zu viel Lärm, Junge, wenn ich ehrlich bin. Aber noch muss das natürlich nicht sein, rein theoretisch. Blutige Fußabdrücke. Haupteingang und Lobby. Aha. Oh, ein Teddy! Den fand ich schon damals süß und knuffig. Würde ich am liebsten mitnehmen. Ich mag Teddys. Also, ich möchte ihn nicht wirklich haben jetzt im Real Life, ne? Aber ich finde ihn ist schon ein bisschen süß. Kann er doch Jill eigentlich mitbringen, so zum Knuddeln, ne? So, halte durch, komm, knuddel ein bisschen, alles gut. So reagiere ich auch immer, wenn ich zu einer geschlossenen Tür komme. A healthy family is a happy family. Aha. Make sure to receive regular medical exams. Diese Fingerpuppen. Herrlich. Ich glaube, ich habe jetzt schon so... An dich konnte ich mich doch erinnern, du Pisser. Ich habe mich nicht erschreckt. Nur damit du es weißt. Ich hatte nur so mich gefragt, wann kommt der? Kam hier nicht und ja, er kam. Ich glaube, wir sind hier schon bei der Hälfte des Krankenhauses dann quasi jetzt angelangt. So groß ist das gar nicht. Boah, Alter. Aber wenn man die ganze Atmosphäre hier einfangen will, was ich ja gerade versuche, dann ist es natürlich schon ein bisschen größer, so vom Gefühl her. No smoking. Du stehst 100 pro auf, das weiß ich. Ist hier noch einer? Ich glaube nicht. Hier ist ja keiner, ne? Nee. Erstmal zumindest nicht. Wo willst du denn hin? Scheiße. Ich messer dich zu Tode, bis du... Genau. Bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Zum Glück habe ich genug Muni. Er konnte die Bank nicht mehr erreichen. Er wollte sich doch so gerne hinsetzen. Tja. Im Let's Play von Andy und Chris hatte er eine richtig geile Sterbepose. Da lag der irgendwie hier zwischen diesen beiden Bänken. Mit einem Arm da, einem Arm da. Einer von beiden hat noch irgendwie so gesagt, so, oh, guck mal, Jesus.
Was ich aber ein bisschen sehr hart dann wiederum fand, aber naja. Tischtennisschläger. Ach nee, Quatsch, das ist ein Pinsel. Yeah. Ein Bein darauf. Ach komm, mach's nochmal, Carlos. Es sah so schön aus. Schade. Ja, es sah halt im ersten Moment aus wie ein Tischtennisschläger, ne? So kann's gehen. Ist hier was? Oh ja, hier ist sogar was. Pistolenmunition. Ich bin glücklich. Für die Zombies ist es eigentlich besser, eine Knarre zu benutzen. Oh je. Es könnte sein, wenn ich diesen Gang hier betrete, dass dann schon die Hunter auftauchen. Denn natürlich wurden die hier nicht rausgelassen. Wäre ja dann zu einfach. Erstmal speichern gehen. Ha, wie ich das noch wusste. Schön. Sturmgewehrmunition, weil wir noch nicht genug davon haben. Noch ein grünes Kräuterchen, was auch nie schaden kann. Oh, Pflegertagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, mussitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Okay, oder Hyperphagie? Das könnte auch sein. Ich kenne das Wort halt nicht, deswegen möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert? Ach nee, ist gar keine Frage, egal. Sehr schön. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen! Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Nicht mal Antibiotika. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Tja, Surprise. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Wieso erinnert mich das an Corona? Aber zum Glück werden die Patienten, die Corona haben, nicht gewalttätig. Sie sterben einfach nur und bleiben dann wenigstens auch tot. Klingt hart, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Es wäre ja noch schlimmer, wenn die dann sterben und als Zombies wieder auferstehen würden. Das wäre definitiv nicht schön. Ich meine, das sieht man ja auch schon, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber bei The Walking Dead, wenn da ein geliebter Mensch stirbt, dann ist das ja auch nicht gerade so fein. Denkt man sich auch jedes Mal nur, nein, warum? Wenn man die da auch noch erschießen muss, wenn die sowieso schon gestorben sind und man noch im Trauern ist, das ist echt scheiße. Aber richtig scheiße. Obwohl, ich denke mal, ich nutze die Gelegenheit und nutze diesen ruhigen Safe Room, um mal eben einen Cut zu setzen. Wir werden uns mit Carlos im Krankenhaus weiter im nächsten Part umsehen. Und dann vielleicht ja auch schon den Impfstoff finden. Ich hoffe es. Das Krankenhaus, wie gesagt, ist eigentlich nicht so groß, aber doch groß genug, um auf jeden Fall mehrere Parts hier zu verbringen. Deswegen mal schauen. Bis zum nächsten Part also auf jeden Fall, ihr Lieben. Und dann werden wir garantiert den Huntern begegnen. Ich will nicht. Angesichts dessen könnt ihr vielleicht sogar schon speichern, aber ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Nee. Da kriege ich schon Spaß mit hier. Aber okay. Bis zum nächsten Part, also ihr Lieben. Bye, bye.